Ich möchte Sie begrüßen zu einem Video, wo ich über innere Kräfte und den Schwerpunktsatz berichten möchte. Wir haben ja oft Objekte, die miteinander verbunden sind. Und wenn man diese Kombination der Objekte dann als System anschaut, zum Beispiel ein Planetensystem oder ein Molekül mit Atomen, dann haben wir ja hier unter anderem diese Verbindungskräfte von den inneren Teilen des Objekts. Und diese Kräfte nennt man eben innere Kräfte. Die haben also ihren Ursprung jeweils im System und auch ihre Wirkung im System. Das heißt, die beeinflussen nur diese Teile des Systems und können danach bei zwei Teilchen vielleicht relativ einfach sein. Wenn sie mehr Teilchen haben, wie auch hier zum Beispiel, dann kann das recht kompliziert sein. Interessant ist aber, dass die inneren Kräfte eben den Schwerpunkt des Systems nicht beeinflussen können. Also wenn wir uns das überlegen hier, ich habe da zum Beispiel jetzt so Teilchen, die da irgendwie verbunden sind miteinander, und Kräfte habe ich jetzt hier durch Federkräfte symbolisiert. Das können auch elektrische Kräfte sein oder magnetische oder Gravitationskräfte oder andere Dinge. Wenn die also jeweils ihre Ansatzpunkte und ihre Wirkungspunkte im System drin haben, dann können sie zwar die Bestandteile des Systems bewegen, aber nicht den Schwerpunkt. Der Schwerpunkt wird nur durch äußere Kräfte beeinflusst. Wenn keine da sind, dann gibt es gar keine Wirkung auf den Schwerpunkt. Wenn welche da sind, dann bewegt sich der Schwerpunkt wie ein Massenpunkt, wie wenn das quasi eine Masse wäre mit einem Massenpunkt als Ersatz. Und zum Beispiel, wenn eine Schwerkraft da ist, würde dann auch das ganze System hier so runterfallen, auch wenn dann die inneren Kräfte noch dafür sorgen, dass das System vielleicht in sich noch pulsiert. Das kann man sehr schön simulieren mit einem Programm, das ich früher viel verwendet habe. Das Programm heißt Interactive Physics. Ich habe auch meine Physik-CD ziemlich intensiv mit diesem Programm, mit Beispielen aus diesem Programm gefüllt. Und ich habe jetzt vor, Ihnen das zu zeigen. Das Programm läuft aktuell bei mir nur auf einer alten Emulation, OS 9. Und deshalb muss ich Ihnen das jetzt mit dem Monitor zeigen und nicht direkt als Screenshot. Ich zeige Ihnen zuerst rasch, wo Sie das auf der CD finden würden. Einige haben die CD ja gekauft. Sie da auf Start gehen und dann auch bei der Mechanik schauen. Dann haben wir hier beim Thema innere Kräfte, sehen Sie, eine lustige Simulation. Aber ich will Ihnen auch zeigen, wie man die eben dann herleitet. Sie sehen da, was dann herauskommt am Schluss. Aber wir schauen uns jetzt das Ganze an in der... Hier ist eine Demo-Version dieses Programms. Ich nehme jetzt da mal eine Kugel vielleicht als Objekt, dann ein Rechteck und vielleicht noch ein Viereck. Das kann ja da ganz viele so Teile dann haben. Ich will da vielleicht jetzt eine Feder auch als Verbindung nehmen, die muss nicht unbedingt da in die Zentren dieser Objekte gehen, das kann da irgendwie verbunden sein. So. Und dann will ich den Objekten, ich will da die Schwerkraft ausschalten. Das kann ich hier machen, Gravity None. Und wenn ich jetzt das Ganze laufen lasse, passiert eigentlich gar nichts. Die Federn sind jetzt entspannt, das im Ruhezustand. Stoppe da wieder. Aber jetzt kann ich da diesen Objekten auch Geschwindigkeiten geben, sodass sich da was bewegt dann. So vielleicht und irgendwie so. Und da eine Geschwindigkeit in die Richtung. Und dadurch wird jetzt die Sache eben anfangen zu laufen. Sie sehen bereits, der Schwerpunkt, das war dieses Kreuz hier, das ist an Ort geblieben. Ups. Dieser Schwerpunkt hier gehört zu diesen drei Objekten hier. Der hat seine Bewegung gleichmäßig fortgeführt, halt durch diesen Impuls, den man am Anfang mit diesen drei Massen erzeugt hat. Aber da ich keine Schwerkraft im Spiel habe, ist dieser Schwerpunkt nicht weiter beeinflusst worden. Ich kann die Eigenschaften dieser drei Massen noch verändern. Ich kann dem Objekt sagen, er soll keinen
Outline zeigen, aber immerhin das Center of Mass zeigen. Das gleiche mache ich hier. Outline weg, Center of Mass und hier auch Track Outline weg und Center of Mass. So, und ihr wolltet. Jawohl, Sie sehen, die wären Bewegungen der einzelnen Bestandteile und die ruhige Bewegung des Schwerpunkts aufgrund des Trägheitsgesetzes, weil da keine äußeren Kräfte jetzt aktiv sind. Wenn ich jetzt die Gravitation ins Spiel bringe, also Gravity noch einschalte, vertikal, ich mache sie vielleicht ein bisschen schwächer, damit es nicht allzu schnell nach unten geht, und das gleiche wieder starte, dann sehen Sie, da macht er wunderbar diese Wurfparabel. Es geht dann so nach unten. Je nachdem, wie ich halt am Anfang mit den Objekten hier gestartet bin, mach's mal so. Run. So. Das ist ein wichtiger Satz aus der Mechanik. Wenn man von den Massepunkten quasi überwechselt zum starren Körper, dann geht man meistens vom Massenpunkt zunächst mal zum System von Massenpunkten. Das haben wir hier, wo innere Kräfte eine Rolle spielen. Und dann ist ein starrer Körper quasi ein spezielles System von Massepunkten, wo die Verbindungen dann eben fix sind, aber das sind letztendlich auch innere Kräfte, die diese Verbindungen ausmachen, sodass wir auch dann eigentlich diesen Schwerpunktsatz dann wiederfinden.